Dort ist Anna Tillack. Wie ist die Lage im Hochwassergebiet? Also die Lage ist auf jeden Fall sehr angespannt und das liegt auch daran, dass es eigentlich bis jetzt durchgehend geregnet hat. Das ist die erste kurze Regenpause heute und hier hinter mir sieht man das gut. Die Donau ist eigentlich sehr weit weg, sie hat sich aber bis hierher ausgedehnt und ist jetzt ein reißender Strom und so ist es an vielen Orten im Land. Es gibt viele Überflutungen, es wurden 1100 Häuser bereits evakuiert, 20.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz und hier in dem Ort haben wir es auch schon häufig gehört, da ist die Zivilschutzwarnung angegangen, man hört Sirenen und die Menschen werden eben dazu aufgerufen, von allen nicht notwendigen Ausflügen außer Haus abzusehen und eben gut auf sich aufzupassen und wenn möglich in den Häusern und in Sicherheit zu bleiben. Im Bundesland Niederösterreich droht ein Stausee überzulaufen und damit eine Flutwelle auszulösen. Wie ist da der Stand? Ja, der Stand ist, dass alle eben mit Sorge auf diesen Stausee gucken. Denn beim letzten großen Hochwasser 2002, dass sich hier alle lebhaft erinnern können, da ist genau dieser Stausee ausgebrochen. Und er hat sozusagen das ganze Kammtal unten drunter überflutet. Das waren wirklich damals verheerende Bilder. Da haben tausende Menschen ihre Häuser verloren. Und vor diesem Szenario hat man Angst. Aber daraus hat man auch gelernt. Deswegen gehen die Behörden momentan wie folgt vor. Man lässt sukzessive immer Wasser ab. Und das sorgt eben dafür, dass momentan noch Entspannung herrscht. Aber das geht natürlich auch nur so lange, solange nicht von oben zu viel Wasser nachkommt. Deswegen hoffen hier alle Einsatzkräfte gerade darauf, dass es eine längere Regenpause gibt. Die Prognosen sagen aber, dass es noch zu weiterem Starkregen auch in den nächsten Tagen kommen kann. Danke, Anna Tillack, nach Österreich.